Einen wunderschönen Montag. Die Woche beginnt mit dem DWZ Newsroom und Michael Zimmermann. Hi Jan. Grüß dich. Und gleich zu Wochenbeginn stürzt du dich in eine mehr oder weniger aufwendige Recherchearbeit, oder? Ja, das wird ein bisschen größer. Es geht darum, die sogenannten Aktivierungsmaßnahmen, Qualifizierungsmaßnahmen von Arbeitsamt oder Arbeitsagentur und Jobcenter mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Wörter wie Aktivierungsmaßnahme klingen erstmal immer so nicht nahbar. Was versteckt sich dahinter oder was verbirgt sich dahinter? Ja, zum Beispiel so Weiterbildungskurse, Jobtraining. Vor allem für die Leute, die schon ein bisschen länger aus dem Beruf raus sind, bieten gerade das Jobcenter bietet da ja eine ganze Menge an. Okay. Die Frage ist immer, packt das die Leute vielleicht nur aus der Statistik raus oder bringt es tatsächlich was? Ach so, du meinst, werden dann die Menschen, die einen Job suchen, auch wirklich langfristig in Arbeit vermittelt? Genau, das ist die Frage. Und du wirst jetzt nicht nur heute, sondern die Woche lang dich damit beschäftigen? Genau, ich habe tatsächlich auch Termine im Jobcenter und in der Arbeitsagentur. Ich werde mal schauen, was soziale Wohlfahrtsverbände dazu sagen, was vielleicht auch Arbeitgeber dazu sagen und vielleicht auch, was unsere Leser und Leser dazu sagen. Wenn ihr Erfahrung habt mit dem Jobcenter oder mit der Suche nach neuer Arbeit, wo euch das Jobcenter helfen wollte oder vielleicht auch geholfen hat, dann melden Sie sich bei uns. Genau. Entweder über Facebook direkt oder per E-Mail einfach an online@dwz.de eine Mail schreiben. Michael Zimmermann wird die Woche über recherchieren und natürlich erfahrt ihr seine Rechercheergebnisse dann in der Zeitung und auch online auf dwz.de. Genau. So sieht's aus. Dann erstmal einen schönen Wochenstart und bis morgen.